Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Optimal schützen. Wer jetzt seine Kräuter auf dem Balkon winterfest macht, kann sie im Frühjahr wieder frisch genießen. Sicher wohnen. Mit dem Austausch von alten Fenstern sparen sie nicht nur Energie, sondern sind auch vor Einbruch besser geschützt. Und erfolgreich verkaufen. Ein Experte gibt Tipps, wie sie ihre Immobilie für einen privaten Verkauf perfekt vorbereiten. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Wie angekündigt, zeigen wir Ihnen heute, wie Sie Ihren Balkon, speziell die Kräuter, gut durch den Winter bekommen. Beginnen wollen wir jedoch mit dem privaten Immobilienverkauf. Wer sein Eigenheim verkauft, verkauft meist seinen wertvollsten Besitz. Damit dies alles reibungslos und zu besten Konditionen klappt, bekommen Sie jetzt die wertvollsten Tipps zum privaten Immobilienverkauf. Herzlich willkommen zu Hause. Einen Flur wie diesen mit allen seinen persönlichen Dingen kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden, außer Sie wollen Ihr Haus verkaufen. Der Verkauf fängt bereits im Flur an. Der Flur ist die Eintrittskarte des Hauses. Hier bekommt ein potenzieller Käufer den ersten Eindruck des gesamten Hauses. Und dieser sollte positiv ausfallen. Dinge, die natürlich eigentlich immer im Flur stehen, sind Schuhe, sind Jacken, sind diese Krimskrams, diese Schlüsselecken, die man hat, wo man alles aufeinander wirft und einfach aus den Taschen nimmt. Diese Sachen sollten eigentlich gar nicht vorhanden sein. Es sollte vielleicht ein, zwei schöne Jacken tatsächlich als Dekoration hängen. Schuhe würde ich immer ganz wegpacken und auch solche Sachen wie hier, die würde ich ganz entschärfen, indem ich jetzt tatsächlich eine Dekoration hinstelle, anstatt einen Schlüsselkasten oder Ähnliches hinzulegen. Weiter geht es beim Rundgang in die Küche. Wer diese beim Verkauf mit anbietet, sollte auch hier auf Sauberkeit und Ordnung achten. Heißt, kein dreckiges Geschirr, kein Essensgeruch und keine persönlichen Andenken. Wie man es hier deutlich sieht, würde ich sagen, es ist einfach zu viel. Es ist schön und natürlich ist auch für die Familie, die es hat, eine ganz, ganz wichtige Sache, eine tolle Erinnerung. Aber für jemanden, der jetzt natürlich neu in diese Wohnung oder in diese Küche reinkommt, sicherlich eine ganz, ganz große Ablenkung. Hier ist sicherlich definitiv manchmal einfach weniger mehr. Auch für den Wohn- und Essbereich hat der Experte Tipps. Kommt hier die Familie zusammen zum Essen, Reden, Lesen, Spielen und Fernsehschauen, gehören genau diese Rituale nicht zu einer Besichtigung. Auch hier sollten persönliche Gegenstände entfernt und gegen eine klare minimalistische Dekoration ausgetauscht werden. Wer Kinder hat, lässt diese während einer Hausbesichtigung besser draußen spielen. Es ist schwer, sich vorzustellen, sein eigenes Leben in ein Haus einzubringen. Und es ist noch schwerer, sein eigenes Leben in ein Haus einzubringen, wenn dieses Haus bereits besetzt ist mit einer Lebensphilosophie, mit einem Lebensgefühl, mit einer Lebensidee. Ganz, ganz selten deckeln sich diese zwei Ideen. Das heißt, wenn Sie jetzt natürlich in ein Haus kommen, wie hier jetzt in dem Drei-Kinder-Leben, ist das eine ganz andere Situation, wie wenn jemand kommt, der gerade einen Kinderwunsch hegt. Und Sie lenken natürlich unheimlich ab, indem Sie dieses Haus bereits befüllt haben. Wichtig ist, es geht nicht darum, eine perfekte Möbelhausdekoration zu schaffen, sondern darum, persönliche Gegenstände wegzuräumen und einzelne dekorative Stücke wirken zu lassen. Wer verkaufen will, sollte außerdem auf die richtige Wärme in den Räumen, einen angenehmen Geruch und das optimale Licht, also auf keinen Fall zu dunkel, achten. So kann jeder sein Haus perfekt präsentieren und im besten Fall erfolgreich verkaufen. Und zum Schluss noch ein zusätzlicher Tipp von unserem Experten. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sorgen dafür, dass er sich wohlfühlt, indem wir einen Überzieher zur Verfügung stellen. Überzieher deswegen, damit er sich wirklich überall frei bewegen kann, kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er auf Teppichboden läuft, wenn er im Badezimmer läuft. Deswegen haben wir noch extra unsere kleine Schuhüberzieherkiste dabei. Die Heizperiode hat in den meisten Haushalten schon längst begonnen und wir zeigen Ihnen gleich, wie Sie mit neuen Fenstern wirklich Energie sparen. Ihr
Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstehle in Friedrichshafen. fliesen-stehle.de. Ist es nicht schön, dass unser Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird? Es ist nicht schön zu wissen, dass man das Richtige tut. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Wir sind Einrichtungsberater, Kaffeetafeldekorateure, Besteckexperten, Atmosphärenzauberer, Tischauffrischer, Frühstückstischbestücker, Herzschlagbeschleuniger, Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit. All das können Fenster und Türen in Ihrem Haus bieten. Und das sieht auch gut aus, denn Fenster sind die Augen eines Hauses. Wir beraten Sie gern in unserer Ausstellung. Schäfer Fenster und Türen aus Markdorf. Informieren Sie sich jetzt unter www.schäfer-markdorf.de. Hausbau Energie. Meine Baumesse am Bodensee. Alles rund um Bauen, Kaufen, Wohnen, Modernisieren und Sanieren. Spezialisten aus der Region stehen Ihnen an einem Ort, an einer Veranstaltung zur Verfügung. Vom 6. bis 8. November in der Messe Friedrichshafen. Sichern Sie sich Ihre kostenlose Eintrittskarte unter www.hausbauenergie.de. Am Sonntag mit der Immobilienmesse Mein Zuhause. Jedes Objekt ist einzigartig. Bewerten, beraten, begleiten ist unsere Philosophie. Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihr Anwesen. Jede Immobilie ist für uns wichtig. Gerne vermitteln wir auch Ihr Objekt. Von der ersten Besichtigung bis zur Finanzierungsberatung für den Käufer. Alles aus einer Hand. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Draußen wird es von Tag zu Tag kälter und in den meisten Haushalten hat die Heizsaison schon längst begonnen. Egal ob Öl-, Gas- oder Elektroheizung, warme Räume verursachen einfach Energiekosten und das speziell bei Altbauten. Eine Sanierung ist oft der einzige Weg, um Energiekosten zu sparen. Experten raten auch zum Tausch der alten Fenster. Neue Fenster sind nicht nur besser isoliert, sondern sie machen auch den Einbrechern das Leben schwer. Wenn Sie nachts im Bett liegen und solche Schatten im Licht der Straßenlaterne sehen, dann seien Sie froh, wenn Sie etwas mehr Geld für Ihre Fenster ausgegeben haben. Diese beiden sind aber keine richtigen Einbrecher, sondern Mitarbeiter einer Fenster- und Türenfirma. Sie demonstrieren für uns, wie schnell die Langfinger ein preisgünstiges Fenster mit Schraubenzieher und Brecheisen öffnen. Nicht einmal eine Minute haben sie gebraucht. Und die beiden sind keine Profis. Dass es so einfach ist, liegt an der Verriegelung des Fensters. Ja, wir erkennen hier, dass zwei Sachen miteinander vergessen worden sind. Zum einen haben wir relativ wenig Verschlusspunkte. Nur hier einmal in der Mitte und hier einmal oben. Es ist die Mindestanzahl für die Verriegelung zwar erreicht, aber das bringt natürlich keinen Einbruchschutz. Zum Zweiten sind hier relativ einfache Beschläge genommen worden, die insbesondere in Bezug auf den Einbruchschutz
nicht ausreichend sind. Dafür gibt es diese einfachen Fenster schon für unter 100 Euro. Hans Hering empfiehlt seinen Kunden, lieber etwas mehr Geld für gute Qualität auszugeben. Dann haben nicht nur Einbrecher ein schweres Leben, auch die Heizkosten schrumpfen. Trotzdem brauchen sie jetzt nicht alle ihre Fenster austauschen zu lassen. Meistens wechselt man die Fenster nicht unbedingt deswegen, weil es ja, so viel Energie einspart. Das ist ein netter Zusatzeffekt, sondern meistens deswegen, weil es ungemütlich wird, weil ein Fenster blind wird, man sieht nicht mehr richtig durch, es wird zugig, es ist unkomfortabel. Deswegen sind es immer mehrere Effekte, wenn man zu einer Sanierung geht. Wenn man es nur nach Heller und Pfennig rechnet, dann wird es schwer darstellbar bei solchen Sachen wie dem Fenster. Fensterwechsel macht man dann, wenn einfach was kaputt ist, der Rahmen morsch ist oder ähnliches. Stellt sich noch die Frage nach dem Glas. Bis in die 60er Jahre hat die Wärmedurchlässigkeit, der sogenannte U-Wert, keine Rolle gespielt. Heute ist so ein Fenster ein richtiges Hightech-Produkt. Gängig sind Dreifach- oder Doppelverglasungen. Viele Hausbesitzer sind der Meinung, doppelt reicht. Theoretisch ja, aber wir haben ja einen erhöhten Wohnkomfort, wir haben erhöhte Wärmeschutzverordnungen, denen müssen wir gerecht werden. Das zweifach verglaste Fenster hat einen U-Wert von ca. 1,1 im Gegensatz zu Dreifachverglasungen, die einen U-Wert von 0,6 oder 0,5 haben. Das heißt, das neue Fenster ist in der Wärmedämmung doppelt so gut wie das alte Fenster und hat dann natürlich erhebliche Energieeinsparungen mit für das dabei. Vergangene Woche haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie Ihren Garten winterfest machen. Heute kümmern wir uns um Ihren Balkon, genauer gesagt um die Kräuter und zeigen Ihnen, wie Sie diese so durch den Winter bekommen, dass Sie sie im Frühjahr frisch genießen können. Wer seine Kräuter auf dem Balkon hat, der sollte sie jetzt winterfest machen. Für unterschiedliche Kräuter gibt es dabei auch unterschiedliche Methoden. Was die meisten regelmäßig in der Küche nutzen? Schnittlauch. Er bleibt über den Winter draußen. Schnittlauch braucht das Durchfrieren vom Wurzelbereich in der kalten Jahreszeit, um im Frühjahr wieder richtig durchzutreiben. Ich gehe einfach hin, schneide alles, was grün ist, 2 bis 3 cm über der Erde ab. Das kann ich zum Beispiel nehmen zum Einfrieren, dass ich den ganzen Winter über was noch vom Schnittlauch habe. Ansonsten nichts Bestimmtes einpacken oder so braucht man da nicht unbedingt. Unter anderem bleiben auch Petersilie, Rosmarin, Pfefferminze, Oregano und Thymian im Winter auf dem Balkon, allerdings nur gut verpackt. Eine Möglichkeit ist klassische Luftpolsterfolie. Diese gibt es im Baumarkt. Wichtig ist, dass die Folie stark genug ist, damit keine Kälte an die Töpfe gelangt. Statt Luftpolsterfolie kann auch eine Kokosmatte verwendet werden, dann jeweils nur noch Reisig drauf und die Kräuter sind über den Winter geschützt. Man schützt den im Winter, stellt den halt hier an einen trockenen Platz. Und ich würde ihn jetzt hier im Balkon auch hier nah an die Scheibe stellen, dass auch hier nochmal einen zusätzlichen Schutz hat durch diese warme Glasscheibe. Denn passiert dem Rosmarin gar nichts. Für den Frostschutz die Töpfe außerdem auf Styropor oder kleine Holzstücke stellen. Doch nicht alle Kräuter können auf dem Balkon überwintern. Basilikum, Dill, Koriander, Majoran und Borretsch sind einjährige Kräuter und sollten jetzt noch in der Küche verbraucht werden. Um den Balkon optimal auf den Winter vorzubereiten, muss dann noch das Laub vom Boden gekehrt werden. Wenn sie länger liegen bleiben, kommt eine gewisse Feuchtigkeit an den Untergrund dieser Blätter und dann gibt es praktisch Ränder auf dem Belag und diese Flecke kriegen sie auch fast nicht mehr weg, also oder schwierig nachher runter. Übrigens, auch im Winter sollten die Kräuter unter ihrer Schutzhülle einmal pro Woche gegossen werden. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema Fassaden. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.